So Freunde, ich gehe jetzt angeln. Ich würde sagen, heute minimalinvasiv auf Aal am kleinen Fluss und dich nehme ich mit. Freunde, jetzt wird es hier dunkel. Da hinten, wo ich alles abgelaufen bin, da war jetzt alles voller Brennesel. Da habe ich mal richtig null Bock drauf. War ein sehr interessanter Platz. Und da hinten, von rechts kommt die Strömung und geht hier vor. Haben wir schön ausgewaschene Bucht. Und ich habe hier gnadenlos 1 Quadratmeter Platz zum Sitzen. Mit dem Filmen wird das, glaube ich, eine Katastrophe. Mit dem Sitzen wird das eine Katastrophe. Aber naja, ich baue es jetzt erstmal auf. Ich gucke, ob es klappt. Wenn es klappt, wenn ich hier sitzen kann, bleibe ich hier. Wenn nicht, muss ich weiter. So, oh, noch viel zu hell. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Bin voll gepackt. Jo, aber ich glaube, den Platz, den ich jetzt anlaufe, den kenne ich schon. Und da kann man gut sitzen. Aber da ist es mega tief zum Wasser runter. Schauen wir uns das mal an. Ja, das geht hier ein bisschen tief rein. Aber man kann hier sitzen. Seht ihr das? Da kann man schön sitzen. Ja, aber es geht hier schon weit runter. Ich habe nicht so einen langen Kescher da. Okay, vorne gibt es noch eine Ausweichmöglichkeit. Da gehen wir jetzt hin. Oh, da ist auch alles voller Brennesel hier. Au, au, au. Ja, alles voller Brennesel. Okay, los geht's. Gott sei Dank jetzt noch die Belichtung hier anpassen. Sehr, sehr geil, Freunde. So, ganz kurz, warum minimalinvasiv? Ich habe eine Tasche am Start, 2 Routenstände, eine leichte Fiederroute. Das ist die BLX in der Länge von 3 Meter und 60 und 80 Gramm Wurfgewicht. Meine Posenroute, die Powerfloat 2.0, das ist die, die ihr im letzten Video schon gesehen habt. Oder in einem davor, weiß nicht, je nachdem wann dieses Video rauskommt. Eine Flasche Wasser. Einen schönen Kescher. Gut, mein Kamerazeug, aber dieses Kamerazeug braucht ihr ja nicht, wenn ihr angeln geht. Und für mich ist das schon krass minimalinvasiv, weil wenn ich bedenke, wie viel Zeug ich zum Welsangeln mitnehme und Boot und hast du nicht gesehen und Grill und bla 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 bla. Das fällt mir heute hier alles weg. Zu geil, Freunde. Wirklich zu geil. So, Freunde, jetzt zu meiner Montage. Ich habe den gleichen Wackler drauf wie letztes Mal. Wenn ihr den letzten Film nicht gesehen habt, wo ich mit der Pose gefischt habe, reinschauen, verlinke ich euch gerade. So, ganz normalen Wackler, 5 plus 2. Und jetzt habe ich hier Folgendes gemacht. Also ich habe jetzt gerade ausgelotet, ich habe hier noch ein bisschen Strömung. Und ich habe jetzt hier überbleibt. Ich habe einmal 3 Gramm und nochmal jeweils 3 1 Gramm Bleie. Einfach nur, weil ich denke, das legt sich dann vielleicht noch ein bisschen besser auf den Grund eben. Und ja, weil die leichte Strömung, die drückt die Pose natürlich ein bisschen mit runter. Dann einen einfachen Haken, einen halben Tauwurm drauf und das war's. Ich fische hier gerne halbe Tauwürmer, weil mir ist aufgefallen, wenn die Fische da sind, wenn die Fische beißen, dann zuppeln die, wenn ich den ganzen Tauwurm drauf mache, dann zuppeln die eben die Hälfte nur ab und haken sich dabei aber nicht. Und hier mit dem halben Tauwurm habe ich deutlich weniger Fehlbisse, beziehungsweise ich hake die Fische deutlich, deutlich eher wie mit einem ganzen Tauwurm.
Oder den ganzen Tauwurm kann man natürlich auch mit einer Köderfischnadel aufziehen auf dem Haken, aber das ist mir jetzt hier, am Rhein mache ich das gern, aber so wie hier ist mir das definitiv zu viel Aufwand, weil da musste dann quasi jedes Mal das Vorfach abmachen und, da habe ich irgendwie keinen Bock zu. Genau, und so mit einem halben Tauwurm funktioniert es prima. Ausgeworfen habe ich jetzt. Jetzt liegt die Pose schön. Jetzt richte ich die Fiederrute her. Die BLX, 3,60 Meter lang, 80 Gramm Wurfgewicht, recht feine Rute. Die könnte hier für den kleinen Fluss noch ein bisschen leichter sein, aber mit 80 Gramm habe ich doch noch ein bisschen besseren Rückgrat, weil hier gibt es auch große Fische und meiner Meinung nach, dann könnte ich auch eine schwere Matchrute nehmen beispielsweise oder so wie hier die Powerfloat. Aber ich möchte hier halt einmal mit einer Pose fischen und einmal auf Grund. Weil Posenfischen finde ich doch irgendwie mega. Also Posenfischen turnt mich halt richtig an. Ich weiß nicht wieso. Ah, da habe ich schon den ersten Biss sogar. Genau, Posenfischen finde ich einfach nur geil. Ich finde es schön, wenn die Pose runtergeht. Das taugt mal. Genau, also die baue ich jetzt auf. Schöne Rute, schöne kleine Rolle für hier. Perfekt. Und übrigens, Freunde, ich habe das schon oft gesehen, wenn jemand eine Rute zusammenbaut, dann nimmt erstmal das Handstück. Danach nimmt er das mittlere Stück, fädelt quasi das Mittelstück auf, die Rute wieder zurück, greift vor und dabei hat man mega die Belastung auf den Rutenblank. Natürlich muss das eine Rute aushalten, aber warum so, wenn es einfacher geht? Ich mache das anders, Freunde. Ich packe mir hier das Spitzenstück und mache erstmal das Spitzenstück drauf aufs Mittelstück der Rute, weil es eine dreiteilige Rute, so. Und jetzt kann ich einfach nur quasi zwei Drittel der Rute ausstecken und dann das Handteil rein. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Andi, was laberst du hier? Aber, na klar, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, aber mir ist aufgefallen, dass es doch sehr, sehr viele eben andersrum machen. Deshalb manchmal so einen kleinen Trick oder über so Sachen eben quatschen. Ich habe jetzt zu Abend gegessen, die Kleine schlafen gelegt und jetzt bin ich eben hier nochmal raus für ein paar Stündchen. Die ganze Nacht bleibe ich jetzt heute nicht, aber ja, ich schätze mal, was weiß ich, vielleicht bis Mitternacht, bis um eins werden wir sehen. Ich hoffe, dass ich meine Kopflampe dabei habe und die Lampe für die Kamera. Meine Grundmontage ist jetzt fertig und die sieht ganz simpel aus. Also die ist so simpel, dass es die echt lohnt zu zeigen. Und zwar habe ich einmal an der Hauptschnur einen kleinen Wirbel dran, da habe ich einen Tropfenblei mit 20 Gramm, dann einen kleinen Stopper als Abstandshalter und danach kommt wieder ein kleiner Wirbel. So schaut die Geschichte aus und hier habe ich mein Vorfach dran und einen Tauwurm. Ganz, ganz simpel und Freunde, ihr könnt damit auch sogar am Rhein fiedern. Mit dieser Montage oder so wie ich es jetzt hier auf Aal oder das, was halt beißt. Und da verheddert sich wirklich gar nichts. Ich hätte das nie geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich. Richtig geile Montage. Schreibt es gerade mal runter in die Kommentare, wer von euch diese Montage auch benutzt. Oh. Also da war jetzt mal ein fetter Karpfen. Da habe ich einen Buckel gesehen. Eieieiei, geil. Hoffen wir nur noch, dass der beißt. Okay. Und diese Montage, die werfe ich jetzt aus in etwa in die Mitte mit einem kleinen Pendelwurf. Das kriegen wir hin. Hopp. Jawohl. Circa in die Mitte des Flusses. Ist ja ein kleiner Fluss. Also ein Bach. Ich habe immer gedacht, dass es ein Bach ist, aber ist kein Bach. Ist tatsächlich ein Fluss. Und also hier habe ich 10, 12, vielleicht 13 Meter bis zum anderen Ufer. Aber Freunde, es soll hier Löcher geben bis zu 10 Meter tief. Okay, also das ist schon assi. Also 12 Meter tief, das ist dann quasi ein quadratisches Wasser. 10 Meter breit, 10 Meter tief, übel. Okay, gut. So, das war's, Freunde. Das war's, die Würmer schnell zumachen, damit die sich nicht aufwärmen.
Sieht man mich überhaupt? Ja, ich glaube, das geht. Ja, weil jetzt in der Abendstimmung, und ich hocke ja unter Bäumen, da ist das Licht natürlich nicht ganz so geil. Aber, ja, ich guck mal, ob man das... Nee, noch heller. Nee, heller kriegt man das nicht mehr hin. Sonst ist die ISO zu weit oben, mein Freunde. So, okay. Schreibt gerade mal runter in die Kommentare, was ihr davon hält, weil heute labere ich in diesem Video mehr so um das linksrum, so die Gedanken, die ich habe und genau, nicht mal so dieses rein fachliche, sondern ich habe jetzt gedacht, ich drehe jetzt einfach mal einen Film am kleinen Fluss, weil zum einen ist es bei mir um die Ecke und zum anderen ganz chillo habe ich mir gedacht, hocke ich mich jetzt einfach daher und labere einfach das, was mir in den Kopf kommt und nimm euch so quasi mit zu meinem Angeln, was ich denke, warum ich wie was mache und gerade jetzt so bei dem minimalistischen Angeln, beziehungsweise, wie habe ich es am Anfang genannt, minimalinvasives Angeln, genau. Wenn ihr auch so einen kleinen Fluss in der Nähe habt, und ich sehe gerade, dass die Kamera nicht ganz ausgelotet ist, wenn ihr auch so einen kleinen Fluss in der Nähe habt oder wenn ihr einen Bach in der Nähe habt, das habt ihr 100%, macht euch da einfach mal schlau. Die gibt es fast überall. Da lohnt sich das wirklich, weil in dem letzten Video, oder ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, aber es wird, bevor dieses Video online geht, ist noch ein Video online gegangen. Und da habe ich bin ich mit meinem Cousin hier gesessen. Gut, das war 1,5 Kilometer weiter in etwa. Aber da haben wir eine richtig fette Barbe gefangen, eine richtig, richtig fette Barbe. Die war über 70, 73 oder 74, richtig breit. Und die Barbe ging auf Boilie. Und ja, ich weiß noch vom letzten Jahr, dass es hier richtig schöne Aale gibt. Und ja, ich bin gespannt, Freunde. Ich bin echt, echt gespannt, was dieser Angelabend heute so bringt. Wirklich. Eigentlich wollte ich jetzt euch nur ein bisschen erzählen, warum ich dieses Video so mache. Jetzt bin ich voll ausgeschweift wieder. Naja, wenn man so im Flow drin ist. Okay, gut. Ich habe kein Futter dabei. Einfach nur ganz chillo, Päckchen Tauwürmer und raus geht's an den Bach. Schöne Zeit draußen verbringen und nicht auf der Couch sitzen. Darum geht's. Aber die Pflichten zu Hause, und jetzt nochmal ganz genau aufpassen, die Pflichten zu Hause, wenn man sowas macht, müssen definitiv erledigt sein. Und Freunde, ich war heute im Wald, ich habe heute Brennholz vorbereitet, ich habe heute 1,5 Ster geschnitten, gestapelt, alles fertig gemacht, die Kleine vom Kindergarten abgeholt, wir haben gemeinsam zu Abend gegessen, ich habe die Kleine noch gebadet, ins Bett gelegt und von daher ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Und das müsst ihr auch machen. Wenn ihr das macht, dann wird euer Partner euch auch rauslassen und danach ist alles gut. Und ja, und dann läuft es einfach. Also, so schaut's aus, Freunde. So schaut's aus. Hier ist meine Fiederroute. Die liegt etwa hier, knapp über diesem Hindernis. Ich bin hier ein bisschen weg, damit ich keine Hänge habe. Und ja, so 1 Meter danach in etwa. Da ist eine schöne Rinne drin. Da passt es. Da liegt meine Route. Die Strömung kommt von da hinten. Die Strömung kommt von da hinten, fließt hier entlang. So, und hier haben wir auch wieder eine kleine Ausbuchtung. Und da ist meine Pose. Wo ist die? Sieht man die? Pause, wo bist du? Irgendwo hier, glaube ich, ist die. Wer sieht meine Pose? Postet es runter in die Kommentare. Hier ist die. Ha. Sieht man natürlich ganz schlecht. Hab richtig rangezoomt, aber man sieht es nicht. Okay, also, zack. Kleine Ausbuchtung. Hier liegt meine Pose. Hier ist es fast strömungsstill. Und hier haben wir ein bisschen Kehrströmung sogar. Und hier vorne, hier wo meine Grundroute liegt, dort haben wir Strömung. Nicht arg so viel, aber dadurch, dass es hier 3 Meter tief ist, aber die 20 Gramm... Oh, ich habe einen Biss, Freunde, ich habe einen Biss. Drauf. Auf den Tauwurm. Ah, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass ich vielleicht einen Live-Biss zeigen kann.
Jetzt hatte ich hier auf der Grundroute, auf der Fiederroute, echt schon einen Biss gehabt. Aber ich konnte es nicht filmen. Es ist immer so eine Herausforderung, Freunde, einen Live-Biss aufzuzeichnen, weil da muss die Kamera eigentlich permanent mitlaufen, damit es funktioniert. Ah, hier ist das Licht deutlich besser. Tschüss. Ich glaube, ich stelle meine Kamera hierher. Hier steht nämlich mein Stativ. Stell dich hierher. Jetzt filme ich schon so lange und ich fotografiere schon so ewig und ich habe nicht dran gedacht. Okay, aber stimmt, das Licht kommt von da hinten. Sehr gut. Okay, ihr kennt jetzt das Gewässer, ihr wisst jetzt ganz genau, was ich mache. Und ich siedle hier, glaube ich, ein bisschen um. Den Stuhl stelle ich ein bisschen weiter nach rechts. Das Stativ kommt nach links. Ich glaube, so kann ich Drillszenen, wenn ich später drillen sollte, kann ich auch viel, viel besser aufnehmen. Oh, schön ist es, Freunde. Schön. Also, ich mache mich an die Arbeit. Uiuiui. Schnaken sind unterwegs. Ich habe nur eine kurze Hose an. So, jetzt bin ich richtig gespannt, was passiert. Ködert. Jetzt ganz rappeln im Karton. Ich hoffe, dass ich später sagen kann, es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Ja, ja. Ihr kennt das. Also Freunde, wer sagt's denn? Richtig schön. Der erste Biss. Und mir ist eine kleine Barbe eingestiegen. Sehr geil, schaut mal her. Sehr gut, aber die ist noch untermaßig. Die darfst du schnell wie möglich wieder rein. Der Grundmontage. Ja, ja, komm, 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 komm. Aber was Kleines wieder. Wie geil das ist, jetzt schon eine kleine Barbe gefangen zu haben. An der Größe muss man natürlich noch arbeiten und es geht auch natürlich noch eine Nummer größer. Aber Fisch ist Fisch. Und ich teste gerade neues Autofokus-System aus hier in der Kamera. Ich hoffe, dass der Fokus heute Abend hier passt. Oh Mann. Okay, jetzt haben wir einen Biss vergeigt. Aber egal, ich kontrolliere die Route jetzt. Und ich stelle mich mal wieder ab. Ich kontrolliere die Route jetzt. Ich hole sie jetzt gerade raus. Da ist der, dadurch, dass ich da nur einen halben Tauwurm nutze, ist der bestimmt runter. Ah, nee. Da ist sogar noch ein Stück vom Tauwurm drauf. Seht ihr? Geil. Okay, die Rute geht sofort wieder raus. Das geht noch. Alter, ist es da tief. Übertrieben. Richtig tief dort. Ich war eben gerade mal im Auto, hab mir mein Nasenspray geholt und beim Zurückgehen höre ich nur die Glocken und der Fisch war ja schon im Gebüsch. Leck mich jetzt. Oh nein, der hat meine andere Route mitgenommen. Boah, der gibt richtig Gas. Der gibt richtig Gas, Freunde. Bestimmt wieder eine Barbe. Eieieiei, nein, 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 bleib hier, bleib hier. Der hat meine Pose mitgenommen. Eieiei.
sehe den Fisch, aber ich versuche mal. Ich habe jetzt hier gerade... Oh nee, ey. Ich habe gerade einen Kuddelmuddel, der hat meine Posenrute mitgenommen. Und ich glaube, alter Latz, der Fisch, der schwimmt hier links, rechts durch den Fluss. Richtig krass. Jawohl, ich glaube, das ist ein Karpfen, Freunde, Wahnsinn! Der ist im Kescher! Der ist im Kescher, ein Karpfen! Wow! Aber was für einer, Freunde! Was für ein Karpfen! Alter, ist der wild! Ich habe nämlich keine Liege da für den Karpfen. Verrückt. Eben gerade noch Nasenspray aus dem Auto geholt. Ach du Scheiße. Der hat noch meine Posenrute aufgeräumt. Wahnsinn. Ich kann es nicht glauben, Freunde. Ich kann es nicht glauben. In so einem kleinen Fluss, bei so einem kleinen Einsatz, minimalinvasiv. Ja, Freunde, also ich bin geflasht, ey. Was bin ich geflasht? Hier an einem kleinen Fluss so ein... Okay, es ist für Karpfenangler ist es jetzt nichts Besonderes, also wirklich nichts Besonderes. Da hatte jetzt, ich schätze mal, 7-8 Kilo in etwa. Aber hier für so einen kleinen Fluss ist das, denke ich, also echt, das ist echt ein Babofisch. Und vor allem... Für mich war Karpfen hier eigentlich, muss ich eher sagen, ein Gerücht. Ja, Freunde, das geht hier irgendwie Schlag auf Schlag mit dem Bissen. Der Tauwurm ist auch ein bisschen abgenuckelt worden, sage ich mal. Auf der Pose wieder. Also beide Montagen funktionieren. Die Pose ging gut runter, aber ich weiß nicht, was das war. Jedenfalls, ich beköder jetzt neu. Auf der Grundrute hatte ich auch schon wieder einen Biss gehabt. Ich beköder jetzt neu, wirf neu aus und dann hoffen wir, dass wir gleich wieder Fisch zeigen können. Also keine 2 Minuten später, da unten am Grund muss wirklich alles voller Fische stehen. Oh, Hebebiss. Und? Nee, nichts dran. Also, aber die Bisse sind da, Freunde. Jawohl, Freunde. Aufgrund jetzt der nächste Fisch. Und wieder ein schöner Aal. Ein kleiner Aal. Oh, der muss sich schnell befreien. Der macht sich gerade um den Haken rum. Oh oh, los geht's. Das muss ich jetzt ganz schnell machen. Aber wieder ein Aal, Freunde. Yes! Ja, Leute, ich habe jetzt die Routen nochmal ausgelegt. Ich denke, das ist das letzte Mal jetzt für mich gewesen. Für heute. Denn es ist jetzt 11:30 und morgen früh geht es um 6 Uhr wieder raus, Brennholz machen. Aber ich bin echt, also ich kann das nicht in Worte fassen, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass hier so viel Fisch beißt. Und übrigens den letzten Aal, der hat nicht gebissen, sondern der hat sich am Bauch gehakt. Das spricht auch wieder für die Haken. Ich bin super, super happy. Wenn jetzt gleich nochmal was geht, dann schalte ich die Kamera natürlich wieder ein. Und wenn nicht, dann gibt es gleich die Abschlussrede für euch. Und ja, Kurzsession, nicht invasiv, kaum Angelzeug, aber super erfolgreich. Ich bin sowas von zufrieden, Freunde. Wirklich. Einfach nur geil. Ja, Freunde, ihr seht es, ich sitze im Auto. Ich habe noch 2 kleine Bisse gehabt, aber auch die konnte ich wieder nicht haken. Von daher habe ich jetzt entschlossen, aufzuhören mit dem Fischen, weil man sagt ja nicht umsonst, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.
Und genau, also ich fand es einfach nur mega schöner, interessanter Trip. Richtig gut gefangen heute, richtig kapitaler Karpfen. Oder für hier ist es, denke ich mal, ein richtig guter Fisch. Und genau, ich bin einfach überhappy. Ich kann das nicht oft genug sagen. Aber das war's für mich heute Abend. Und ich hoffe, dass euch der Film gefallen hat. Viel Blabla, ein paar schöne Fische haben wir landen können. Und genau, ich hoffe, dass es euch passt. Also, dann freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Abonniert natürlich den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und das Tackle, welches ich heute benutzt habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also, bis dahin, Petri Heil, Ahoi, bleibt unanständig, bis zum nächsten Mal. Adios, ciao, ciao.